Ich bin sehr harmoniebedürftig, das hat er gesagt vorher, und du durch das auch oft so die Konfliktbereiche umgehen. Und Johnny hat das überhaupt nicht. Er sagt geradeaus, was er denkt, und bringt es auf den Tisch und dann klopft es halt. Oder man verletzt mal kurz jemanden und so. Es hat einfach den Moment gegeben, wo wir gemerkt haben, vor allem privat, es geht gar nicht mehr. Wir haben, es hat halt auch angefangen, durch mehr Leute, die Freude haben, ist dann auch Freude, also sie haben zum Beispiel mehr Freude gehabt an Manu oder haben gefunden, ihm seine Rollen sind lustiger und so weiter. Es hat einfach angefangen, wir haben müssen intern... Also ist es fast ein bisschen Eifersucht, dass man findet, der hat die kühlere Rolle, wenn ich... Es ist, also, das ist nur einer der Gründe. Mhm. Privat haben wir auch, wir sind sehr verschieden privat. Und auf der Bühne kommt das mega gut an, weil man merkt, das ist also dick und doof. Aber jetzt, also nicht äußerlich, sondern nur von der Rolle her. Oder? Ein bisschen doof bist du zwar schon. Nein, also gut. Ich glaube, das ist sicher das eine, das Private. Und das andere ist... Wirklich, dass man auch gemerkt hat, wir müssen jetzt wirklich damit zu Rand kommen, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Ein Paar, wo je länger man sich kennt, desto mehr merkt man auch, sieht man, lernt man die Schattenseite kennen vom Gegenüber, genau. Und die Schwächen. Und mit denen muss man lernen umgehen. Und wir haben die ersten paar Jahre haben ziemlich ihre Freude Eierkuchen miteinander. Und plötzlich ist mehr Druck gekommen, mehr Öffentlichkeit. Oder? Und dann funktionierst du auch wieder neu miteinander und nervst dich vielleicht mal über etwas, das du vorher nicht gelernt hast. Also, und ich glaube, das ist wie in jeder Partnerschaft, dass du hast immer die Möglichkeit, du, wenn wir mit der Schwäche vom Gegenüber willst, mit dem zu Rand kommen, willst du dich arrangieren oder geht es nicht mehr. Und wir haben uns dort lange haben überlegt, ob es überhaupt möglich ist. Aber also ist das mal wie ein Kollaps gewesen? Ja, da ist das mal ein Punkt gekommen, wo dann wirklich heftig aufeinander los sind. Ja, ja, also recht klopft. Wirklich übelst. Also sind Bierbecher geflogen und so. Ja, ja, also übelst, ja. Ist, ich denke immer, wenn Sportler, weißt, ein Interview geben nach einem Match im Fußball, ja, weil wir haben super gespielt, völlig emotionslos, ja, ich bin glücklich, wir haben gewonnen. Hinten sind wir gut gestanden, vorne haben wir können. Und du bist der, du machst und weißt, wir haben jetzt gerade und mit der Hand und gehst und so, aber du bist offen und nicht mehr, wenn du offen bist, bist du auch extrem verletzt. Und das haben wir glaub, beide, dass man uns schon verwünschen kann mit dem Richtigen. Und dann sind wir auch vielleicht ein bisschen mehr verletzt. Ich glaube, vielleicht sind die Wellenformen im Leben ein bisschen höher, also die Peaks, als bei anderen Menschen. Ich war auch jetzt herausgefordert mit dem zweiten Kind. Es ist einfach wirklich noch mal vom Nervenkostüm her, das wird noch mal recht herausgefordert. Da, glaube ich, lege ich dann zum Teil Verhalten an den Tag, wo man mir wahrscheinlich gar nie geben würde. Was ist denn das für Verhalten? Ja, das geht zum Teil in Richtung Aggression. Also ich habe ein Aggressionspotenzial, das ich mit meinem Job natürlich auch ausleben kann. Also das Kraftvolle und Extrovertierte. Kannst du dir denn vorstellen, auch mal so etwas wie der Manu zu haben? Familie, heiraten und so? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, ist klar, aber es ist ja alles möglich heutzutage. Es ist alles möglich. Ich selber bin nicht so Fan von der Idee, dass das gleichgeschlechtliche Paar Kinder haben können. Ich selber rede aber hier einfach von mir. Ich bin ein Mensch, der ich bin gerne so wie die anderen und falle nicht auf, obwohl ich es tue. Und ich will das eigentlich meinen Kindern nicht antun. Wir haben beide ein eigenes Leben. Und wir haben früher ist der Job wie das einzige Leben gewesen. Und wir sind abhängig voneinander und wir haben auch viel Freizeit zusammen verbracht und unterdessen haben wir unser Leben und wir sind Freunde, aber es kreuzt sich mehr beim Job als im Privaten. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità.